Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Crafter. Ah, jetzt bist du doch wieder so betont. Egal, wollte ich eigentlich nicht mehr machen. So, wir haben noch ein paar Kisten gebaut. Wir haben hier eine neue Sauerstoffröhre, Pflanzenröhre, MK2 aufgebaut. Wir haben freigeschaltet den Bohrer, den ich tatsächlich nicht mit gerechnet hätte, und den Rucksack, Stufe 3. Da habe ich jetzt auch das Material im Inventar, den bauen wir uns jetzt noch. Rucksack Stufe 3. Oh, schön viel Platz. Und jetzt nehmen wir 5-mal Sauerstoff und 2-mal Wasser nämlich mit, um auf Erkundung zu gehen in da hinten in dieses Raumschiff hinein. Ja, wir wollen nämlich ein bisschen Nahrung haben. Wir wollen ein paar neue Pflanzen haben, damit wir hier die Pflanzenröhren bestücken können. Und damit wir diesen Bildschirm weiter voranschreiten lassen. Die Sauerstoff bewegt sich noch. Der Rest steht schon wieder fast still. Wärme hat sich gerade bewegt. Luftdruck ist fast beim Stillstand. Aber wir haben auch den Bohrer MK2 freigeschaltet. Das heißt, wir können da vorne schon wieder erweitern. Machen wir aber, wenn wir wieder da sind. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen für Nahrung sorgen. Das heißt, wir gehen los. Wir haben genug Wasser. Wir haben genug. Hier liegt nochmal Aluminium. Direkt vor der Hütte. Aber jetzt gehen wir erstmal in das besagte Raumschiff rein. Für diejenigen, die es nicht wissen, Planet Crafter ist. Zumindest, was mein Wissensstand sagt, was ich weiß, bis jetzt ist es ein friedliches Spiel. Also man muss nicht kämpfen, es gibt keine Feinde. Der einzige Feind ist quasi der Sauerstoff, der Hunger und der Durst. Alles andere ist nicht gegeben in diesem Spiel. Was ist der Saphir? So, Cockpit. Das Schiff ist hier abgestürzt. Drinnen brauchen wir eine Lampe, das heißt, wir drücken F für Flashlight. Und hier wird es jetzt gleich schön dunkel werden. Ja. So. So. Hier vorne müssen wir schon abbauen, glaube ich. Da vorne, ich habe schon Kisten gesehen. Das können wir nicht abbauen, aber den da können wir abbauen. Aber wir gucken jetzt erstmal hier vorne die Kiste durch. Und da ist ein Shanga-Samen. Ja, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht, aber hier ist ein Mikrochip. Den brauchen wir. Der ist gut, der Mikrochip. So, hier die Schränke können wir auch durchsuchen. Zumindest kann da mal immer was drinstehen. Toilette, Betten. Und wir müssen mit dem Zerlegen-Tool die Wände abgucken. Weil auch die kann man. Oh, ich muss Sauerstoff nehmen, sehe ich gerade. Auch die Wände kann man manchmal zerlegen. Zerlegetechnischer Schutt. Was ist denn technischer Schutt? Ja, so, erfordert. Technischer Schutt ist das hier, diese Computer. Die kann man mittlerweile zerlegen. Okay, dafür brauchen wir aber den MK2-Chip. Können wir also noch nicht. Hier ist eine Kiste. Oh, da ist Nahrung drin. Da ist ein Lirma-Samen drin. Da ist Stoff drin. Da ist Iridium drin. Das lasse ich noch drin. Und den Auberginensamen lasse ich auch noch drin, weil das können wir immer noch holen. Und dann kann sich das in der Zeit. Können wir es da drin lassen. Also die Ressourcen können wir auch drin lassen erstmal. Wir wollen erstmal Nahrung haben. Wir wollen Lirma-Samen haben. Stoff können wir mitnehmen. Und Mikrochips. Hier können wir wieder was abbauen. Können wir die hier eigentlich auch abbauen? Nee, ne? Nee, das kann man nicht abbauen. Nee. Lass ich mal kurz da durch, bitte. Ja, danke schön. Dann tue ich nämlich das Eisen hier rein. Können wir uns holen, wenn wir es brauchen. Ja, dann müssen wir schon wieder was abbauen. Mittlerweile muss man hier sehr viel hüpfen. Musste man früher auch nicht machen. Heizung zerlegen. Oh, Heizung Stufe 2 konnten wir zerlegen. Wunderbar. Und hier sind wieder ein paar Kisten. Mit Nahrung. Mit Stoff. Wir haben auf jeden Fall zwei Stoff. Das bedeutet, wir können mindestens einmal die Beine herstellen. Da ist noch ein Mikrochip. Warum habe ich denn Iridium? Ach so, wegen der Heizung, genau. In der Heizung habe ich jetzt Iridium-Ding drin. Ich muss schon wieder Sauerstoff nehmen. Eieiei, das schnell. Mal kurz die Wände abgucken, dass hier nicht irgendwo ein Geheimgang ist. Ja, technischer Schutt. Vielleicht haben sie das aber auch abgeschafft. Vielleicht muss man den technischen Schutt jetzt mittlerweile entfernen. Man kann die Wände so gar nicht mehr kaputt machen. Ich tue das Iridium-ETC trotzdem mal hier in die Kiste rein. Das können wir uns später holen. Ich will jetzt tatsächlich erstmal gucken, dass wir Nahrung und Mikrochips mitnehmen. Wenn wir danach noch Platz haben und nichts mehr zu erkunden haben, können wir immer noch die Sachen mitnehmen. Weil ist hier nicht mehr? Ist das alles? Ja, dann können wir das doch schon mitnehmen. Dann können wir die Ressourcen da unten doch schon mitnehmen. Hast du unten alles leer gemacht? Nein.
Okay, dann mache ich erstmal hier unten leer, dann müssen wir nämlich nicht mehr so tief hier rein. Theoretisch könnten wir auch die Kisten abbauen, aber das lasse ich erstmal noch, das können wir später machen. Uppala. Ja. Dann würde ich sagen, Eisen ist immer selten. Iridium haben wir eigentlich mehr als genug. Und Silizium. Ja, so ist doch gut. So ist doch gut. Es neigt sich schon wieder dem Ende zu, mein Sauerstoff. Das ist der Hammer, wie schnell das vergeht. So, lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt. Da unten liegt auch noch eine Kiste. Da gucke ich auch noch mal eben rein. Sauerstoff. Hier in dem Gebiet haben wir, glaube ich, die erste Superlegierung gefunden gehabt. Ich meine es so. Ah, sag mal, zweimal Sauerstoff. Zweimal Nahrung meine ich. Zweimal Nahrung. Dann nehme ich noch einmal Wasser. Kann ich die Nahrung mitnehmen? Dann nehme ich einmal Nahrung, dann kann ich das Uran mitnehmen und die anderen zwei Sachen bleiben drin. Ich habe noch Platz im Inventar. Da sind noch Eisen und Titan was, glaube ich. Ich finde auch, ich meine es wäre in meiner Erinnerung so, kann sein, dass ich mich vertue, könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das wisst. Aber ich meine, in Staffel 1 hätten wir keine durchgängige Hintergrundmusik gehabt, oder? Jetzt habe ich die ganze Zeit im Hintergrund etwas dudeln. Auch die Musik im Startbildschirm war ungewohnt melodisch. Das war tatsächlich sich schön anzuhören. Das war in Staffel 1, meine ich, nicht so. So, da sind wir wieder. Trautesheim, Glück allein. So, da sind wir. Ja. Wir haben ein bisschen Nahrung mitgebracht. Oh, das ist aber auch voll hier mit Wasser. Und dann nehmen wir uns mal ein Wasser raus, können wir die Nahrung da rein tun. Ja, warte mal, wir können mal gucken hier. Wegen den Beinen, Exoskelett. Brauchen wir zweimal Aluminium. Einmal lag vor der Tür. Hat Saphir schon eingesammelt. Ich hab Aluminium mehr. Und wir haben irgendwie wieder keinen Platz. Ja. Wie schnell das geht. Aber wir haben zwei Mikrochips gefunden. Das bedeutet, wir können was freischalten. Mikrochip-Abbaugeschwindigkeit. Und Mikrochip-bewegliche Beine sind halt zwei. Super geil, wirklich. Da brauchen wir tatsächlich die Superlegierung und noch zweimal Stoff. Eieieiei. Aber wir müssen jetzt erstmal zweimal Stoff besorgen, damit Saphir die Beine auch hat. Aber in dem Raumschiff gab es nichts mehr. Das heißt, wir können da hinten noch ins Raumschiff. Da müssen wir aber auch wieder viel an Sauerstoff mitnehmen, weil der Weg ist weiter. So, ich tue den zweiten Lirma-Samen hier rein. So. Und wir haben... Eieiei. Ja. Ein bisschen umsortieren hier. Also jetzt Iridium sollten wir jetzt erstmal liegen lassen. Davon haben wir mehr als genug. Ja, ich habe auch noch welche im Inventar. Da kannst du ja hier eine Kiste reinschmeißen. Hier sind noch drei Plätze frei. Beziehungsweise ich kann die Uran rausnehmen. Da sind da noch mehr Plätze frei. Aber wir sollten jetzt halt keins... Wir haben zwei volle Kisten mit Iridium. So viel brauchen wir jetzt erstmal nicht. Können wir schon die Heizung MK2? Nein, können wir nicht. Können aber den Bohrer MK2. Dafür brauchen wir nur mal einen Titan mehr, wenn wir dann einen normalen Bohrer abbauen. Boah, die verbrauchen 5 Energie. Na gut, wir haben 25, das heißt, wir können 5 davon theoretisch aufbauen. Ich baue mal eben die anderen ab und baue die dafür auf, weil das ist natürlich auch wieder Terraforming-Prozess größer, besser. So, Bora MK2 ist ein bisschen größer.
So, und das können wir. Innenleiter. Eieiei. Haben die so früh? Weiß man gar nicht bewusst. So, wir haben jetzt 5 MK2-Bohrer. Das heißt, es sollte dahingehend jetzt auch wieder schneller gehen. Hoffentlich. Den Luftdruck. Ja, er geht was höher. Wunderbar. Luftdruck schalten wir als nächstes die Wohnmodul Glas. Glaswohnmodul Bodenmodule frei. Boden und Decke. Geil. Die Heizung MK2 dauert auch nicht mehr lange. Der Bildschirm für den Fortschritt dauert auch nicht mehr lange. Das heißt, wir haben bald die Aufgabe erfüllt. Dann müssen wir halt die 175.000 Ti, die dauern halt noch ein bisschen, ne? Das dauert. Wir haben einen Mikrochip mit der Abbaugeschwindigkeit. Rüstet einen Chip aus, um die Erzabbau zu verkürzen. Na, das ist natürlich geil. Magnesium, Silizium, Aluminium. Magnesium, Silizium, Aluminium. Den bauen wir. Und rüsten ihn aus. Wunderbar, ist auch schon drin. Perfekt. Können wir ein bisschen schneller das Erz abbauen. Ist auch nicht verkehrt, um ein bisschen Luft zu sparen. So. Ja. Würde ich sagen, machen wir das Inventar wieder leer. Füllen mit ein bisschen Luft auf. Ja, haben wir nur noch 4 Luft? Scheinbar ja. Dann müssen wir noch ein bisschen Kobalt besorgen, für Luft herzustellen. Weil die 4 Luft. Wie viel Luft hast du noch im Inventar? Da 4. Da 4 scheint AFK zu sein. Kiste. Nahrung. Ja, den Rest lassen wir erstmal drin. Oh, da ist schon wieder eine Kiste. Oh. Schön. Ist das eine Kiste gewesen, wo Saphir was reingetan hat? Weil die ist voll mit Essen, Nahrung, Sauerstoff und Kobalt. Draußen? Ja. Nee. Okay. Und warst du auf Karte? Ich hab gerade? Ja. Wie viel Sauerstoff hast du noch im Inventar? 5. Okay. Dann müssen wir ja doch nicht mehr so viele herstellen. Was nehmen, weil sonst wäre ich nicht mehr angekommen. So. Dann stellen wir nämlich noch was her und gehen direkt noch in dieser Folge los in das zweite Raumschiff. War das weiter weg oder kommen ja, wir? Das war weiter weg. Das war weiter weg. Aber die 5 sollten trotzdem, glaube ich, ausreichen. Ich mache jetzt noch ein bisschen was, damit wir wieder was hier haben. Bildschirmfortschritt, neuer Bauplan. Ah, das Ding haben wir freigeschaltet. Wunderbar. Ich habe mehrere Nahrungsdinger gefunden. Also die Samen immer drin lassen in den Kisten. Die brauchen wir nicht mehr mitnehmen. Die sind viel, wir haben keine Nahrungsdinger. Das ist viel zu früh, dass wir die mitgenommen haben. Gut, wir können sie ja auch in einer anderen Kiste einfach erstmal lagern. Ja, ja, ist ja. Nein. Ja. Wasser im Inventar. So würde ich es, glaube ich, mitnehmen. 5-mal. Vielleicht machen wir 6-mal Sauerstoff. 6-mal Sauerstoff. Gerade eben war doch ein bisschen knapp. So, ja. Was haben wir jetzt gerade freigeschaltet? Den Bildschirm, ne? Ja, was brauchen wir denn für den Bildschirm? Fortschritt. Einmal Eisen, 2-mal Silizium, 1-mal Kobalt. Einmal Eisen.
zweimal Silizium, einmal Kobalt. Den können wir direkt aufbauen. Dann haben wir die Aufgabe nämlich auch erledigt. Pass mal auf, geh mal einen Schritt an Seite. Das ist nämlich ein großer Bildschirm. So. Der kommt hier neben. So. Und da sehen wir jetzt, wir haben eine aktuelle Stufe von Unfruchtbarkeit und sind 3,79% auf dem blauen Himmel. Ah, oh, es wird schöner. Dann sieht das hier direkt schon ein bisschen besser aus. Ich sehe gerade die Lampe noch an. Wunderbar. Terraforming-Stufe. Die Aufgabe haben wir auch erfüllt. So, gucken wir mal kurz. Die Heizung ist nicht mehr weit entfernt. Der MK2-Heizung. Das Leuchtfeuer, es geht noch so. Der Boden ist auch nicht mehr so weit entfernt. Die Sonnenkollektoren Stufe 2 sind noch etwas weiter entfernt. Gut, was können wir hier jetzt noch bauen? Wir haben die Innenleiter freigeschaltet. Bohrer Stufe 2 haben wir gebaut schon. Die Pflanzenröhre Stufe 2 auch. Ja, würde ich sagen, gehen wir los. Tun wir nochmal was essen, nochmal was trinken. Bin mit allem voll. Und dann würde ich sagen, gehen wir los. So. Dann müssen wir einmal komplett hier durch. Das Raumschiff ist da oben. Dann sind wir mal gespannt. Wir können hier nochmal zwischendurch reingehen und Luft tanken. Eine kleine Kapsel. Jawohl. Ich denke gerade, wieso laufe ich so schnell? Ich habe ja die Beine schon, stimmt. Wir müssen ja noch zweimal Stoff finden, was das Vieri auch hat. Hängt wahrscheinlich ein Stück hinterher, ja. Ich laufe so schnell ich kann. Ja, ja, ich auch, aber ich laufe halt schneller als du. So, wenn wir jetzt Kisten auf dem Weg finden, wir gucken mal kurz rein, aber wir lassen sie liegen. Weil wenn da zum Beispiel Sauerstoff drin ist oder wenn da Nahrung drin ist, dann ist das schön, aber dann haben wir auf dem Rückweg, wenn wir irgendwas dringend brauchen, haben wir da noch eine Zwischenstation. Ich meine, früher lagen hier zumindest auf dem... Ja, hier liegt nämlich zum Beispiel auf dem Weg, lag hier eine Kiste, genau. Und da ist zweimal Nahrung drin, ne? Sonst normale Ressourcen. Mal kurz checken, ob man irgendwas abbauen kann. Aber hiermit kann man, glaube ich, nichts machen. Nein. Höher. So, da vorne ist, das kenne ich gar nicht, das mit dem Triebwerk daneben. Ich kenne nur das hier. Da vorne ist der Eisblock für die Iridiumhöhle. Und wir müssen die Lampe wieder anschalten. So, gucken wir mal. Hier ist schon eine Kiste. Ein Lirmasam, ein Stoff und ein Aluminium lasse ich noch drinne. Ziehst du das? Nee, ich nehme es mit. Wir können ja immer noch umlegen. Sauerstoff kritisch. Sauerstoff, so. Wie sieht es hier aus? Hier geht es weiter. Da ist noch eine Heizung. Nur eins. Habe ich auch abgebaut. Da ist ein Mikrochip. Wunderbar. Es ist tatsächlich hier vorne. Wir haben nichts zum Abbauen hier an den Seiten, oder? Nee, nichts zum Abbauen. Das ist tatsächlich die nächste Kiste hier vorne. Dann würde ich die Sache da rein tun. Eisen, Iridium, Silizium, Aluminium. So. Ah, Wohnmobil Glasboden, Glasdecke. So, da vorne steht noch eine Kiste. Oh, hier sind wir gerade einiges freigeschaltet. Was ist denn da los? Türe lässt sich nicht öffnen. Da ist Wasser, Sauerstoff und Nahrung war drin. Restlichen Sachen würde ich drin lassen. Hier sind auch nochmal zwei Kisten. Wahnsinn. Nichts zum Öffnen. Da liegen Ressourcen drin. Und hier liegt zweimal Stoff. Ja! Ich nehme die Ressourcen mal mit. Können wir ja in eine andere Kiste reinpacken. Können wir hier eigentlich eine Kiste... Drei Kisten. Können wir hier eigentlich selber eine Kiste aufbauen? Nee, können wir nicht. Okay, wir können keine Kiste separat aufbauen. Ganz viele. Bitte? Aber hier sind doch ganz viele. Ja, ja, aber ich wollte nur wissen, ob man selber eine aufbauen könnte. Sauerstoff niedrig, Sauerstoff, ja. So, hier sind auch wieder ganz viele Kisten.
Trümmer. Zweimal Trümmer. Hier ist nochmal einmal Aluminium drin, das kann ich nicht mehr tragen. Ja, lass es drin. Die Heizung können wir theoretisch abbauen, aber ich lasse sie erstmal stehen. Die Türen, ja, da brauchen wir den Kern für, das haben wir noch nicht. Werden wir so schnell auch nicht haben. Ja, genau, lass die Dinger da drin, die Samen. Die blöden Samen. Ja. Nur den Lirma-Samen. Lirma-Samen mitnehmen, ja. Lirma-Samen immer mitnehmen, das ist wichtig. War aber nur einer, aber habe ich mitgenommen. Ich habe auch einen schon, dann können wir noch einen dritten aufbauen. So. Oh, wir haben Superlegierung. Superlegierung, geil. Hier ist noch ein Shanga-Samen, den lasse ich auch drin. Die Nahrung nehme ich aber mit. Auberginensamen. Hier ist nochmal Wasser, Auberginensamen. Wasser kann man mitnehmen. Ah, Heizungsstufe 2 haben wir freigeschaltet. Hier ist noch ein Mikrochip. Hier ist eine Nachricht, die können wir gleich lesen. Und hier ist der Fusionsreaktor. Was wir damit machen, wissen wir schon. Dazu kommt ein Fusionskern rein, den wir aber noch nicht haben. So, ich habe noch 4-mal Sauerstoff. Das wird nämlich langsam wieder knapp. So, wir lesen die Nachricht. Frachtschiff Cirilla 4. Maschinenlogbuch 436. Heute Morgen, am 17. Tag unserer Reise nach Stigma, verließ das Schiff unerklärlicherweise die Hyperraumgeschwindigkeit. Die Navigationstools spielten verrückt und die gesamte Leistung des Schiffes fiel ab, so als ob es von etwas Äußerem entzogen worden wäre. Oh, mein Sauerstoff ist kritisch, ich muss kurz Sauerstoff nehmen. So. Wir werden versuchen, eine Notlandung auf diesem unberechenbaren Planeten durchzuführen. Ich bin mir nicht sicher, was wir dort finden werden. Es scheint einen riesigen Sturm an der Oberfläche zu geben. Ich hoffe, wir schaffen es. Ja, 3021. Okay, hier ist das Frachtschiff Cirilla 4 abgestürzt auf unserem besagten Planeten. So, ich würde tatsächlich gucken, wir haben noch Platz im Inventar. Ich baue die Heizung hier vorne doch ab, weil wir können sie ja jetzt aufbauen. Das heißt, wenn wir in die Basis kommen, können wir die direkt dort aufbauen. Jetzt ist mein Inventar genau voll. Aber wir haben ja alles erkundet, alle Türen sind zu, man kann keine Wände abbauen, das haben sie scheinbar entfernt. Oder man braucht diesen anderen Chip dafür, das kann natürlich auch sein. Waren wir hier schon drin? Ah, hier waren die zwei Kisten, genau. Ja, wir schauen mal. Wenn wir den zweiten Chip haben, können wir hier diese Schrottteile abbauen. Bist du raus? Ja. Okay. Wenn wir diese Schrottteile abbauen und dann schauen wir mal. Hier ist die Iridiumhöhle der Zugang. Also ist da oben noch was? Nee. Ich habe links an dem Ding schon geschaut, ob da noch was war, aber... Können wir mal schauen. Ich weiß, dass hier noch oben auf dem Raumschiff etwas drauf war. Zumindest in der ersten Version. Ich brauche nochmal Sauerstoff. Ah ja, es ist noch da. Hier ist es. Komm her. Eine goldene Kiste. In der goldenen Kiste sind spezielle super Sachen drin. Nicht alles mitnehmen direkt. Die Superlegierung würde ich mitnehmen. Ansonsten die Iridiumstab und Uranstab erstmal drin lassen. Uran auch drin lassen. Können wir uns immer noch holen. Und die goldene Statue können wir theoretisch, wenn du Platz hast, mitnehmen. Ansonsten lassen wir sie hier. Das ist einfach nur ein Item, was man aufstellen kann zur Deko. Das ist nichts, was man unbedingt braucht. Beziehungsweise, ich muss gerade Wasser nehmen, ich nehme sie mit. So. Das haben wir. Die anderen Sachen lassen wir da drin. Wir müssen uns daran erinnern, dass die hier steht. Wir müssen diese Kisten, auch ganz wichtig, wenn die leer ist, müssen wir die abbauen. Weil da sind auch weitere Ressourcen drin. Die ergibt weitere Ressourcen und deswegen sollte man die auf jeden Fall abbauen. Aber das lassen wir erstmal. Wir brauchen diese Ressourcen noch nicht. Ich schaue mich jetzt hier nochmal um. Also ich habe bei dem Wrack links geschaut, da habe ich nichts gesehen. Da bin ich gerade. Nee, hier ist auch nichts. Übrigens, falls ihr euch das fragt, liebe Zuschauer, ja, der Meteoritensturm kommt immer zu den Spielern. Wo die Spieler sich aufhalten, ist Meteoritensturm. Das heißt, wenn wir jetzt da rüber wandern, wird der Meteoritensturm auch rüber wandern. Das ist so ein bisschen, das ist mehrfarbig. Schauen wir mal. Was sind das für Meteoriten, die runterkommen? Wir haben keinen Sauerstoff mehr, super. Sauerstoff kritisch. So, jetzt muss ich noch langsam zurück. Ich habe nur noch eine Ampulle. Was kommt da raus? Wir wollen es sehen. Aluminium. Okay. In Staffel 1 konnten wir noch die Meteoriten, die runterkamen, auseinanderhalten.
Hier kann ich es jetzt gerade nicht, weil Aluminium scheint, oder es ist wahrscheinlich wieder alles drin. Vielleicht haben sie es auch geändert mit den Farben. Ich weiß es nicht. Sie haben es auf jeden Fall geändert, dass die Sachen erstmal längere Zeit liegen bleiben. Das ist ganz gut. Bist du schon unten bei der Kapsel? Ja. Eieiei. Dabei bin ich doch eigentlich derjenige, der schneller läuft. Ja, ich bin ja losgelaufen, als du noch zurück bist. Okay. Mal schauen. Ja. Ein bisschen Zwischenluft tanken. Oh, so, ja. Schön durchgeatmet. Und weiter geht's. Du hast deine Taschenlampe noch an. Ups. So, wir sind mittlerweile bei 10,7 KTI. Das ist natürlich weit von unserem Ziel von 175.000 TI entfernt. Aber hey, immerhin, ne? So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, was haben wir an Strom, was wir verbrauchen. Beziehungsweise noch mal. Ja. Wir haben noch 2,7 Watt übrig. Wir können die Heizung aufbauen, die aber 3,5 verbraucht. Das heißt, der Strom wird zur Neige gehen, sobald wir das Ding bauen. Das ist natürlich schlecht. Ich habe jetzt auch die schnelleren Schuhe. Wunderbar. Überlegierung hier rein. Stoff eventuell hier rein. Iridium haben wir schon wieder was mitgenommen, ja. Das habe ich vergessen. Okay. Ein bisschen entleeren. Wir können mal die hier. Ja, genau. Wir bauen die hier mal auf. Wo bauen wir die hin? Hier. Hier kommt das Raketchen hin. So, wunderbar. Ein dicker gelber Penis. Das sieht leider wirklich so aus. Wir haben eine Kommunikationsantenne. Die können wir bauen. Dafür brauchen wir noch einmal Titan. Dann baue ich die nämlich auch direkt oben drauf. Oh, die ist ein bisschen größer. Die ist ein bisschen größer, als ich es gedacht hatte. Oh, die kann man auch auf einem normalen Boot bauen. Okay. Dann machen wir das doch. Bauen wir sie erstmal hier hin. Okay. Das hatte ich vergessen. Wie viel brauchen wir jetzt? Verbraucht 50.000 und 8. Oh, okay. Das ist natürlich jetzt ungeil. Sonnenkollektoren Eisen, Kobalt, Silizium. Haben wir kein Kobalt mehr? Nee. Also Kobalt besorgen. Was ich natürlich im großen Umkreis auch schon abgefarmt hatte. Zugunsten unserer Sauerstoffproduktion. Aber wir haben ja jetzt auch einen größeren Sauerstofftank. Wir können schneller laufen. Das bedeutet, wir können auch ein bisschen weiter laufen. Da hinten steht eine Kiste, sehe ich gerade. Zweimal Kobalt pro Kollektor. Jetzt habe ich gerade eben von der Musik geschwärmt. Jetzt ist die Musik aus. Liegt das, dass die Musik aus ist, daran, dass wir keinen Strom gerade haben? Das wäre cool, wenn das in Verbindung stand. Hier ist natürlich kein Kobalt drin. Lithium. Ah, ne. Da kommt die Musik gerade wieder. So, jetzt sind wir voll. Wunderbar. Können zurück. Beziehungsweise ich werde jetzt eine Sauerstoffflasche noch nehmen, wenn wir noch ein Kobalt finden. Oder ein Silizium. Ja, kommt ihm das doch. So, dankeschön. Und dann bauen wir oben auf die Spitze noch ein paar Solarkollektoren. Ich finde aber, mit den Windkrafträdern können wir trotzdem weitermachen, weil es sieht natürlich trotzdem ganz cool aus mit den Windkrafträdern. So ein bisschen was Mischmasch. Im alten Let's Play hatte ich die immer wieder abgebaut. Im neuen Let's Play werde ich die, denke ich, lassen.
Ah ja, siehst du, das habe ich gelernt. So, wunderbar. Da ist der Strom wieder an. Wohin hatten wir die platziert? Einfach davor. Ne, die doch da waren? Ne, da kriegen wir sie komischerweise nicht. Gut, dann eben hier so hin. Jetzt haben wir keinen. Was haben wir jetzt? Was fehlt uns? Einmal Eisen, einmal Kobalt. Ja, Eisen haben wir genug und von dem anderen bringe ich jetzt auch genug mit. Ja, wunderbar. Wir haben auch 3 Mikrochips, sehe ich gerade. Können wir noch einsetzen. Mikrochip. Neuer Bauplan. Mikrochip Kompass. Geil. Dann haben wir die Abbaugeschwindigkeit Stufe 2. Und ein neues Wohnmobil Ecke. Geil. So, nehmen wir uns das hier raus. Nur mal, dass wir ein bisschen was an Stromversorgung aufbauen. Für zukünftige Generationen. Ja, wir haben vergessen, STG zu drücken. So. Wunderbar. Haben wir hier vorne noch welche? Uns fehlt wieder was, ne? Ja, einmal Kobalt wieder. Haben wir noch Kobalt? Ja. Ah ja. 1, 2 und immer noch 4-mal mit. Ne, 3-mal, einmal hat man noch. 3-mal mit und dann können wir vielleicht hier vorne noch 2 Stück aufbauen. Nein, falsch so. Ja, können wir. So, ein bisschen bündig aneinander dran. So. Was fehlt jetzt? Ah, Silizium einmal. Ja, haben wir aber auch genug. Irgendwo haben wir Silizium. Haben wir kein Silizium? Wir haben kein Silizium. Okay, einmal Silizium holen. Oh, ja, die Ressourcen hier in der Umgebung haben sich schon sehr verdünnisiert. Da ist Silizium. Da kommen die Ressourcen wieder. Sie fallen vom Himmel. Dann können wir nämlich gleich auch schön noch eine weitere Pflanzendings aufbauen. Damit wir noch ein bisschen Sauerstoff bekommen. So, jetzt sollten wir mehr als genug haben erstmal. 39,7 werden jetzt produziert. Wunderbar. Die Heizung MK2 verbraucht 3,5. Ja, dann würde ich die hier wahrscheinlich abbauen, die kleinen. Warte mal, was ist, wenn wir die jetzt abbauen? Können wir jetzt hier? Ne, da brauchen wir Aluminium und Titan noch für, ne? Ja. Titan. Und Aluminium hatten wir hier. So, schauen wir mal. Wie groß sind die? Ah, die sind ein bisschen größer. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir 2 Stück aufgebaut. Achso, Iridium fehlt, okay. Davon haben wir auf jeden Fall genug. Ja, 2 Stück kriegen wir hier auf jeden Fall rein. So, wunderbar. Haben wir noch 34 verfügbar? Dann baue ich die 3 auch ab und setze auch noch mal 2 von den großen hin. So.
weit rein, braucht er gar nicht reinfahren. So. Was fehlt denn jetzt? Achso, Iridium. Ja. Haben hier zwei, vier schöne Heizungen, die unser Räumchen schön aufheizen. Und uns natürlich auch. Und wir haben immer noch guten Strom, den wir produzieren. Wunderbar. So, die Pflanzenröhre. Wir brauchen zweimal Eis, einmal Magnesium. Magnesium habe ich. Eis müssen wir wahrscheinlich holen. Eis werden wir nicht hier drin in der Produktion haben. Ist aber kein Problem. Eis sollten wir finden. Habe ich nämlich hier vorne eben noch gesehen. Da liegt ganz viel Eis. Dann nehmen wir nochmal zwei Stück mit. Damit wir eine dritte Pflanzenröhre aufbauen können. Damit wir da den... Du hast auch noch einen Lirma-Samen gehabt, oder? Ja, hatte ich in die Kiste getan. Okay, dann machen wir sogar noch zwei weitere. Was brauchen wir? Magnesium, Silizium und Eisen. Magnesium. Silizium. Und Eisen. So. Oh, der Terraforming-Prozess, der rennt gerade sowas von. Das ist super. Da werden wir auf jeden Fall wieder gut was produzieren. So, eine Röhre kommt hier in die Ecke. Da ist der Mitteilungsbildschirm. Wunderbar. Und eine Röhre kommt genau auf die andere Seite. Perfekt. Kannst du mal deinen Lirma-Samen da reintun? So, da haben wir nämlich da auch wieder eine schöne Pflanze drin. So, dann haben wir, das haben wir auch, Heizungen haben wir. Die haben wir komplett ersetzt, die haben wir auch komplett ersetzt. Das werden wir weiterbauen. Die Kommunikationszentrale haben wir gebaut. Dann brauchen wir theoretisch auch den Kommunikationsbildschirm, den wir aber dann wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet haben. Aber den Mitteilungsbildschirm haben wir freigeschaltet und wir können ihn auch direkt schon aufbauen. Das heißt, hier zwischen kommt ein Mitteilungsbildschirm. Und da können wir mal gucken, ob wir Nachrichten haben. Wir haben Nachrichten. Wir haben Nachrichten. Wir haben scheinbar vom Satelliten Nachrichten. Wir haben aber auch Nachrichten irgendwie. Leuchtfeuer freigeschaltet. Wir haben auch irgendwie globale Nachrichten. Schauen wir erstmal in die Satellitennachrichten rein. Sentinel Corp. Dies ist eine automatische Nachricht an Sträfling GP8971L. Sie haben beschlossen, ihre Strafe in eine Auslieferung umzuwandeln. Wenn Sie wollen, dass alle gegen Sie ausstehenden Anklagen fallen gelassen werden, müssen Sie diesen Planeten vollständig terraformen. Unsere Sensoren scannen regelmäßig Ihren Fortschritt und senden Ihnen die erforderlichen Baupläne. Versuchen Sie auf keinen Fall, Sentinel Corp zu kontaktieren. Wenn unsere Sensoren keine Fortschritte beim Terraforming feststellen, werden Sie als vermisst betrachtet und die Anklagen werden nicht fallen gelassen. Sie können kein Eigentum oder irgendwas von Wert auf dem Planeten für sich beanspruchen. Sie dürfen nur die auf dem Planeten gefundenen Ressourcen verwenden, um den Terraforming-Index zu erhöhen. Sie dürfen diesen Planeten nicht verlassen, bis das Terraforming abgeschlossen ist. Das Jahr 3058. Ja, wie gesagt, wir wissen aus Staffel 1 schon, dass wir ein Sträfling sind. Das wussten wir auch schon, aber ich meine... Verbessert mich, wie gesagt, in den Kommentaren gerne, aber ich meine, es war so, dass die Vorwürfe gegen uns nicht ganz richtig waren, dass sie von Sentinel Corp quasi erfunden worden sind und dass Sentinel Corp auch nicht ganz sauber ist. Oh, wir haben die Sonnenkollektoren Stufe 2 freigeschaltet, geil. So, wir haben eine Nachricht von Riley. Hallo, ich habe es endlich geschafft, das System zu finden, dass sie geschickt wurden. Oh, wir werden gesiezt. Wurden wir nicht immer geduzt von Riley? Ich meine schon, oder? Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, Ihnen einige Ratschläge zu geben. Die Erfolgsquote von Planet Crafters ist so gering, weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist. Sie sollten Weltraumnahrung in Ihrer Kapsel und vielleicht in Weltraumfracks finden. Sie können selbst Nahrungsmittel anbauen, wenn Sie die richtigen Voraussetzungen erfüllen. Wenn
wenn sie die richtigen Voraussetzungen erfüllst, da ist noch ein kleiner Fehler drin. Früher war es beim Du, jetzt ist es beim Sie, das erfüllst ist vom Du und das andere ist beim Sie. Ja, ja, ist okay. Versuchen Sie also, einige Gemüsesamen zu finden. Erkundung und Verbesserungen sind von elementarer Bedeutung. Erforschen und verbessern Sie Ihre Ausrüstung, um Ihre Überlebenschance zu erhöhen. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht Sie im Jahr 3058. Ja, dann haben wir noch eine Nachricht aus dem globalen Netz. Achso, das ist das Frachtschiff Cirilla. Das ist die Nachricht, die wir im Raumschiff gelesen haben. Die können wir hier scheinbar auch abrufen. Das ist ganz cool. Also alle Nachrichten, die wir quasi auf dem Planeten lesen, planetar, können wir hier finden. Und Satellitennachrichten gehen direkt an uns. Das ist cool. Cool gemacht, wirklich. So, was sagt der Energiebildschirm? Ist immer noch bei 27. Wir sind beim Terraforming-Prozess bei knapp 11% des blauen Himmels. Hat sich schon was verändert? Oh, es ist tatsächlich ein bisschen heller geworden, würde ich sagen. Man sieht die Planeten ein bisschen besser. Es nimmt langsam Farbe an, es ist nicht mehr so ganz dunkel, das ist schön. Die Wärme steigt noch, der Luftdruck steigt noch, der Sauerstoff ist aber leider schon wieder fast erliegen. Nee, da ist er gerade gestiegen. Geht langsam voran. Wir haben das Leuchtsignal fertiggestellt. Das ist einfach nur ein Signal, damit wir irgendwo etwas markieren können. Kommunikationsbildschirm. Wie sieht es mit dem Kernreaktor aus? Das dauert noch ein bisschen. Das Exoselect MK2 bzw. Stufe 2 wird auch, es dauert nicht mehr lange. Der Sauerstofftank Stufe 3 dauert auch nicht mehr lange. Und das Doppelbett. Ja, das Doppelbett dauert auch nicht mehr lange. Aber viel wichtiger als das Doppelbett, die Vorratsschränke, also die großen Schränke, dauern auch nicht mehr so lange. Jetzt sollten wir gucken, vielleicht, weil gucken wir mal, dass der Unterschied ist zwischen Sonnenkollektor 1 und 2. Da liegt Magnesium. Das ist nur Magnesium und Aluminium. Ja. Sonnenkollektoren MK2 und die produzieren fast mehr als doppelt so viel, fast dreimal so viel. Das ist natürlich auf jeden Fall wert, die abzugraden. Also Magnesium, Aluminium. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon in dieser Folge ein bisschen weiter. Wir haben ein bisschen länger gequatscht, länger gemacht. Ich würde sagen, wir beenden die Folge. Und nach dieser Folge gehen wir mal ins Aluminiumgebiet, um ein bisschen effizienter Aluminium zu farmen. Ihr wisst natürlich noch, wo das war, aber wir werden trotzdem noch mal hingehen. Vielleicht hat sich ja was verändert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vergesst euer Däumchen nach oben nicht. Kommentiert fleißig. Und wenn noch nicht geschehen, abonniert den Kanal. Das hilft und freut mich sehr und ist bei YouTube kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Ciao.